Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Wir haben soweit jetzt von dem Fortress of Ice den ganzen Bereich hier schon erkundet, Schätze entdeckt und so weiter. Und heute haben wir vor, jetzt dieses letzte bisschen hier zu erkunden und dann eventuell hier weiterzugehen. So, beziehungsweise wenn wir uns jetzt mal hier die Health Potions ansehen, die wir noch haben. So 36. Weiß ich nicht, ob wir das bis zum Portal dann auch noch schaffen, dass das ausreicht. Vor allem auch, ich könnte jetzt eben einmal ganz kurz nochmal viel speichern. So. Aber weiß ich nicht, ob wir bis dahin durch überleben werden oder es reichen wird und so. Daher denke ich auch, dass es sinnvoll wäre. Und wir gehen erstmal hier so rechts entlang. Hier erstmal durchs Wasser, ist kein Problem. Da vorne ist ja irgendwie so eine Nische. Ja, da sind wieder. Das hier scheint interessant zu sein. Ah, ich hatte gedacht, vielleicht wäre hier irgendwie so ein Schlüssel oder so. Hätte ja sein können. Hier waren wir noch gar nicht in dem Bereich. Diesen kleinen Abschnitt. Sind wir jetzt durchgesprungen irgendwie. Nur halt kein Plan wie. Und wir sind jetzt wieder im Eingangsbereich. Das heißt, den Eingang finden wir eigentlich relativ schnell hier wieder zurück zum Eingang. Das heißt ja im Grunde nur dem Wasser hier folgen in der Mitte. Ist ja eigentlich so eine Art Kreuz hier, so eine Kreuzung hier. Und dann, ich glaube, das ist der wichtigste Teil, wo man am meisten verwinkelt ist oder so. Aber was wir festgestellt haben, auch beim ersten Dungeon, so Hauptstory Dungeon. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber da war es so, wenn wir wiedergekommen sind, war das, was wir bisher entdeckt hatten, auch noch auf der Karte angezeigt geblieben. Von dem Ort hier. Ich glaube, wir gehen erstmal weiter geradeaus. Oder doch nicht? Ah, da kommt irgendwer gleich. Gehen wir hier mal rein. Ah? Da sind wieder Türen. Schauen wir. Wir gehen zuerst hier rein, wo das Licht ist. So. Ah, hier ist wieder eine Tür. Hört ihr das? Hier steckt irgendjemand an der Tür fest. Nein! Ich hasse diese Golems. Und ich hasse diese Ritter. Sollten das mit den Heiltränken nicht reichen, hauen wir hier einmal ab, kaufen so nochmal sehr viele Heiltränke und kommen dann wieder. Dann haben wir den jetzt auf. Oh, nö. Den haben wir. Der hat auch nichts. Hier gibt es kein Gold oder sonst was. Hier gibt es auch nichts.
Ah, den Weg umsonst gegangen. Das heißt, hier lang, dann gehen wir hier irgendwo so einen Raum noch mal rein. Wo war denn die Tür? Da. Ist das der Gang? Nein, das ist noch nicht der Gang. Nochmal da lang. Oh! Wo kommst du denn her? Ist hinter dir noch einer? Nee. Digga. Mach mein Leben nicht leer. Die Heiltränke sind der Wahnsinn. Digga, kann doch nicht sein. Ach, da sind doch zwei gewesen. Gib doch endlich. Endlich. 10 Gold. Und der andere. So. Kann doch nicht wahr sein, dass die mich so auseinandernehmen hier. So, aber wir wollen da noch mal rein. Gold und Bracelet. Geht's denn hier lang? Nice. Das war direkt der Weg in eine Sackgasse. Wo ist die Tür? Unten, okay. Ah, und da ist die andere Tür. Oh, und klommen direkt gleich zwei Ritter entgegen. Hier ist sonst keiner mehr, okay. 39 Gold. Wir hatten nichts, was uns interessiert. Und der 24 Gold. Und auch nichts. Wie viel haben wir noch an Heiltränken? Fast leer, würde ich sagen. 28. Weiß nicht, aber ich glaube, das ist ein Armutszeugnis unserer Stärke. Und Mark. Okay. Also hier raus, da rein. Ganz unten. Anders kann ich mir jetzt nicht erklären, wie man hier weiterkommt. Das ist jetzt der, den wir nehmen müssen? Ja. Und da müssten wahrscheinlich ein paar Wölfe kommen. Hier ist ein Loch. Ah, großes Loch. Da will ich nicht reinfallen. Aua. Boah. Und wo kommst du denn her? Digga. Nein. Ja, so. Kannst du mal sterben? Tu mir dann gefallen und stirb einfach. So. Hier geht es nicht weiter, also darum und dann mal da gucken.
Vielleicht ist da irgendwie noch was, was wir brauchen. Wichtig ist. Abgesehen vom Gold und Mark. Gold und Silver Longsword, den wir nicht mitnehmen können. Ne, aber. Wir werden von irgendwo von einem Eiswolf wahrscheinlich gerade attackiert. Aber ist mir jetzt egal, solange. Boah. Ja, diese Heiltränke sind echt für den Arsch. Zehn Gold, nichts und auch nichts. Okay. Digga. Wo ist der andere da? So. Wie groß ist das hier jetzt? Ach ne. Ich würde sagen, wir speichern hier einmal. Und kommen später noch mal wieder. Wir haben hier ja schon diese Etage komplett fertig erkundet. Das heißt, hier gibt es für uns nichts mehr. Und wir stocken unser Arsenal noch mal auf, was Heilpotions angeht. Weil das, was wir jetzt haben, brauchen wir wahrscheinlich, um lebend wieder zurückzukommen. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich jetzt so feige wieder zurückziehe. Aber ich glaube nicht, dass wir bis zum Ende durchhalten werden. Ach nö. So, Potion of Healing. Potion of Healing. So, der hat 48 Gold, aber hier nichts. Stand doch was richtig krasses gerade. Egal, wir kommen auf jeden Fall später wieder. Wir gehen einmal zurück in eine Stadt. Vollkommen egal welche, die nächste glaube ich. Von hier. Kommen wieder, sobald wir ein bisschen mehr an Dingens haben. An Heiltränken. Vielleicht haben wir auch genug Geld, um noch eine Ebenerzrüstung oder so zu kaufen. Aber immerhin haben wir hier die erste Etage lebendig geschafft, durchzukommen. Amol, Hellerchen Crack. Amol kommt mir irgendwie bekannt vor. Gab es den auch? Bei Skyrim, also in Elder Scrolls 5. Wisst ihr das? You have arrived in the town of Amol in Skyrim Province. The date is Tiras, 15th of last seed in the year 3rd era 390. It took 6 days to reach your goal. The town of Skyrim greets you, the people smiling in friendly welcome.
Und natürlich müssen wir mitten in der Nacht hier kommen. Wie viel Geld haben wir überhaupt? 23.000. So, wie groß ist überhaupt die Stadt? Hier auf jeden Fall großer Platz. Keine Ahnung, was das hier ist, aber... Moll scheint irgendwie größer zu sein, als ich gedacht hatte. Ich hatte gedacht, das wäre schon relativ sehr klein. Das heißt aber, wir müssen diesen Weg gehen. Um an eine Stadt zu kommen. Ach, das ist ein Riesengarten. Okay. Du, sag mal. Wo ist denn der nächste Inn? So. I'd be easy if I showed you. Jens Madison says and inscribes the precise location in your map. Oh, das ist nett. So. Dancing Chasm. Okay, danke schön, Voldemite. Das war aber freundlich von dir. Da haben wir schon. Ist das genau der? Ja. Dann gehen wir rein. Schlafen hier mal uns aus. Boah, die Mucke ist auf einmal richtig laut in meinen Ohren. Boah. Das stecken wir mal ein. So, wir wollen Raum haben hier. Klingel, ja. Eine Nacht, würde reichen. Joa. Dann würde ich sagen, wir übernachten hier für eine Weile. So, warte mal. Wie spät haben wir es? 1 Uhr? Ja, dann würde ich sagen. So, 5 Stunden würden reichen. Jawohl. Ein bisschen voll healed würde ausreichen. Ja, nochmal 2 Stunden. Okay. Können wir auch wieder gehen. Suchen uns mal hier auch noch eben schnell einen Händler und eine Magiergilde. Guten Tag, der Herr. Sag mal, wo ist denn der nächste Store? South of here. Okay. Das ist kein Store. Das ist auch kein Store, das ist ein Tempel. Ah, das sieht nach einem Store aus. Jetzt ist die Frage, wo ist denn der Eingang? Da ist der Eingang. So, Vintage Equipment Store. So. Nein, den wollen wir nicht. Wir wollen den anderen hier. 60 Gold, ja. Dann Plattenboost. Dann den Kuras. Dann wahrscheinlich den Kuras. So. Die Gauntlets. Plattenhelm. So, Ebony Helm, den wollen wir behalten. Den Buckler wollen wir verkaufen. Tower Shield. So. Battle Axe. Bow. 5 Gold, ja. Aber diese Marks sind richtig was wert.
2012 sogar. Boah. Ja. Wir sind gleich schon wieder bei 30.000, nice. Warte, was habe ich jetzt versucht zu verkaufen? Ich glaube den Belt und nicht den Ebony Tor. Alles. Gucken wir mal, was der hier hat. Wir hatten nichts, was wir haben wollen. Da können wir hier mal gucken. Hat er auch nichts. Dann heißt es für uns jetzt auf zur Magiergilde. Und da noch mal uns aufstocken. So. Was könnte die Magiergilde hier denn sein? Ich vermute das hier. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ach, da. Ja, okay. Wir gucken schon in die richtige Richtung. Dann müsste es auch schon da gleich sein. Ja, genau hier hinter direkt. So, da haben wir sie schon. Ich würde sagen, dieses Mal werden wir, was Potions angeht, etwas kostspieliger sein. Kaufen nochmal 80 für 4000 Gold. Ja, und mal gucken, was der hier hat. Ebony Talk haben wir ja schon. Aber was ich gucken will, ist den hier. You already know what that is. Okay. So, dann haben wir jetzt. Ja, da war noch was. Jetzt haben wir davon fast 100. Ich glaube, da können wir nochmal bei kaufen. Bei zwei solcher Potions. Auf Healing. Bei. Ja, passt. Und dann würde ich sagen, beende ich die Aufnahmesession für heute. In der nächsten Aufnahmesession werden wir wahrscheinlich nochmal vielleicht ein, zwei Dungeons oder Quests so machen, damit wir ein bisschen im Level aufsteigen. Damit wir den Gegnern da hinten gewachsen sind bei, wie heißt der Ort nochmal hier? Der Dungeon? Der hier bei Fortress of Ice. Hm. Damit wir denen ein bisschen besser gewachsen sind, nochmal ein, zwei Dungeons machen, so ein bisschen aufsteigen, ein bisschen Experience sammeln. Vielleicht auch ein bisschen Geld sammeln, so Aufträge für die Königshäuser machen. Würde auch vielleicht Sinn machen. So ein paar tausend Gold nochmal dazu verdienen.
Und dann würden wir hier nochmal reingehen. Direkt einen Weg zu diesem Portal, beziehungsweise den Weg nach oben oder unten oder was auch immer das war. Also in die nächste Ebene auf jeden Fall. Und fangen da an, auch noch weiter zu suchen. Denn das brauchen wir ja, um in der Hauptstory weiterzukommen. Und wir waren, wie ihr selber auch wahrscheinlich mitbekommen habt, gerade so noch knapp dabei. Wir haben fast 80 Health Potions verbraucht. Nur für die erste Ebene in dem hier. Wegen diesen Rittern und den Eisgolem. Und das würde ich ungern nochmal so viel verbrauchen für die. Das heißt, wir müssen aufsteigen. Vor allem, wir sind auch gerade mal nur Level 13. Und ich weiß jetzt nicht, was das Maximallevel hier ist in dem Game. Stärke haben wir zumindest schon mal auf 90 gemacht. Würde ich gerne auf 100 erhöhen und dann versuchen mal die anderen hier auch nochmal Richtung 100 zu gehen. Damage sind wir auf jeden Fall schon mal bei plus 8. Willenskraft muss ich auch noch erhöhen, weil Magic Defense plus 2 ist mir noch zu gering. Und Health Modification, also Endurance hier, ich glaube das ist Endurance. Auch noch ein bisschen so, damit wir auch schneller heilen können. Oder Agility, um Hitpoints und zu defend und so weiter. Dass das auch mal steigt, müssen wir das hier auch mal steigern. Also erhöhen. Ich glaube, ich werde meinen Fokus als nächstes wahrscheinlich eher darauf setzen. Und hierauf. Und sobald ich die beiden ein bisschen höher gesetzt habe, gehe ich nochmal auf Endurance und dann auf Luck. Und das hier weiß ich jetzt nicht, ob ich das nochmal aufmachen werde. Charisma plus 1. Klingt zwar schön, aber weiß ja nicht, wie sehr wir das brauchen. Und dann schaue ich, dass ich alles nach und nach auf 100 kriege. Oder wenn es sogar möglich ist, sogar noch höher. Das sehen wir aber dann. Und auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.